Herzlich willkommen zu Trotzdem verbunden heute am 27. Januar. Heute ist der Tag der Opfer des Nationalsozialismus und wir denken an die vielen Ermordeten in den Völkern der Welt und insbesondere auch an unsere jüdischen Geschwister, die millionenfach durch deutsche Schuld umgekommen sind und ermordet wurden. Ich habe heute ein Lied, das ich mit Ihnen singen möchte, Eli, Eli 223, in durch Hohes und Tiefes. Und es ist ein Lied von Hannah Senesch, einer ungarischen Jüdin, die ausgewandert ist nach Israel, dort studiert hat und dann aber, als sie mitbekam, was in Deutschland und Ungarn auch passiert mit der Verfolgung und Ermordung der Juden, sich hat hinter den Frontlinien absetzen lassen und wollte im Widerstand erst mit jugoslawischen Partisanen und dann auch nach Ungarn gehend den Widerstand gegen diese Vernichtung mit organisieren. Sie ist verhaftet worden, gefoltert und hingerichtet. Und sie steht für eine junge Widerstandskämpferin, die mutig den Weg gegangen ist und gleichzeitig sehr zart auch Texte geschrieben hat und Lieder. Man merkt, dass diese Lebenslust und die Widerstandskraft zusammenhängen. Ihr Lied ist ein Gebet, also es ist vertont worden 1945, von 1942. Mein Gott, lass niemals enden den Sand, das Meer, das Rauschen der Wellen, die Blitze des Himmels, das Gebet des Menschen. Das Gebet des Menschen soll nicht enden, so wollen auch wir jetzt Gebet halten. Wir halten Abendgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Durch Hohes und Tiefes 223. Eli, Eli, Shelloi gamer leolam, hachol v'chayam, priru shel amayim, v'rak hashamayim, filat haram, wir denken heute an die millionenfachen Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Durch deutsche Schuld sind viele Völker ins Unglück gestürzt worden und ist das Volk Israel, dein Augapfel, angegriffen und beschädigt worden. Guter Gott, wir bitten dich heute insbesondere für die Menschen, die noch heute unter den Folgen dieser brutalen Zeit leiden, die traumatisiert sind und auch in den zweiten und dritten Generationen daran tragen, ja, die auch heute schnell durch antisemitische Gewalt, antisemitische Sprüche und Bedrohungen in unserem Land wieder traumatisiert werden. Guter Gott, wir bitten dich für die Christen dieser Welt, dass sie umkehren vom Judenhass, dass diese Umkehr zur Freundschaft und zur Liebe zu Israel Bestand habe und wir für den Frieden für Jerusalem beten. Guter Gott, wir bitten auch für die Menschen, die verblendet sind in Hass und alten Gerüchten, alter Feindschaft, öffne ihnen die Augen und die Herzen. Amen. In einem
gesegneten Abend. Es segne und behüte Sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.